Servus Leute, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute kommt endlich das Review zu der Stahlspecht P20. Wir haben ja schon geteasert mit ein paar Bildern auf unserem Instagram und auch in den Livestreams haben wir sie ja schon einige Male geraucht. Viele wollten das Review sehen, heute kommt es endlich. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. So, da sind wir wieder mit der Stahlspecht P20. Wie gesagt, habt ihr die ja schon auf Instagram in den ein oder anderen Bildern gesehen. Auch in den Stories war sie einige Male und in den Livestreams auch. Heute kommt da endlich das Review dazu. Die Pfeife kostet euch 170 Euro und dafür bekommt ihr eine sehr, sehr hübsche und gut verarbeitete Edelstahlpfeife. Das ist alles V2A und sieht, wie gesagt, sehr nach der Octopus Nautilus aus. Also allein die Materialfarbe sieht da schon relativ identisch aus. Aber wir geben erstmal den Aufbau ab und da seht ihr die Pfeife im Detail. So, dann kommen wir als erstes mal zum Aufbau. Als erstes schnappen wir uns da die Base. Eine kleine Besonderheit von der Base ist auf jeden Fall, dass hier außen noch die Anschlüsse dran liegen und ihr das dann so verschraubt. Also das Gewinde ist außen und hier guckt halt dieses Stück raus, was man auch nicht abschrauben kann. Also das ist definitiv fix dran. So liegt die Kugel dann da drinne. Dann schraubt ihr euren Schlauchanschlussstück da dran. Es ist wieder so diese ganz normale Krankheit, die man bei so vielen, sage ich mal, mittelpreisigen Pfeifen kennt. Die Gewinde laufen super, wenn man sie trifft, aber der Ansatz ist manchmal ein bisschen schwierig. Das hat jetzt zum Beispiel wunderbar geklappt, aber manchmal muss man da wirklich hier den perfekten Winkel sozusagen treffen und das kann manchmal in die Hose gehen. Zum Beispiel gerade hakt das ein bisschen. Aber in der Regel, wenn man, ja, das ist jetzt das perfekte Negativbeispiel, also hier jetzt den Ansatz von dem Gewinde zu finden, ist manchmal ein wenig schwierig. Aber wenn es dann drin sitzt, läuft es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wenn man es trifft, ist es auch direkt drin und läuft auf jeden Fall hervorragend. Das hier sind die Schliffanschlussstücke, ganz normal 18/8 Schliff, kommt hier rein, sitzt auch sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl, sie haken manchmal so ein kleines bisschen. Finde ich aber gar nicht so schlimm, weil man kriegt es auf jeden Fall immer raus und man hat dann auch immer das Gefühl, dass die wirklich Bombe da drinnen sitzen. So, wir schnappen uns mal die Rauchsäule. Die geht durch und man schraubt dann auf der anderen Seite das Tauchrohr einfach gegen. Das läuft auf jeden Fall auch alles gut hier. Mit den Gewinden gefällt mir ziemlich gut. So, ihr seht hier unten schon, wir haben hier unten ein außenliegendes Gewinde dran. Ja? Und da sind auch ein paar Löcher drin, also habt ihr eine Diffusorwirkung. Dazu gibt es dann dieses Teil hier, das könnt ihr hier unten einfach aufschrauben und könnt dann praktisch, also wirklich verstellbar ist er nicht. Klar, ihr könntet die Löcher halb zuschrauben, dass da nur so ein kleines Stückchen noch rausguckt, aber ja, so mega verstellbar ist er jetzt nicht, aber ihr könnt ihn eben zuschrauben und auch ganz einfach aufschrauben. Wir haben die Pfeife meistens offen geraucht, also mit der Diffusorleistung. Ist jetzt auch kein zu krasser Diffusor, sind jetzt hier ein paar Löcher drin, die, wie ich finde, nicht so perfekt gebohrt sind, aber ja, das sind dann wohl so kleine Abstriche, die man da machen muss, weil es ist ja auch keine unglaublich teure Pfeife und immerhin bekommt ihr sehr, sehr guten, sehr, sehr wertig wirkenden V2er Edelstahl. Ja, wir machen weiter. Noch eine Besonderheit von der Pfeife ist auf jeden Fall hier der Kopfadapter, der so einen kleinen Mini-Molassefänger hier mit dabei hat. Ich war am Anfang ziemlich skeptisch, weil es doch nach sehr, sehr wenig Volumen hier drin aussieht. Aber im Endeffekt hat es jetzt doch ziemlich gut immer geklappt und es war selten überfüllt, dass da mal mega viel rausläuft. Das Ganze legt ihr dann auf den Kohleteller, der sieht übrigens so aus. Der ist aber wahrscheinlich noch nicht final, also könnte sein, dass sich da nochmal was tut. Ihr schlappt euch den Schliff, der dann später oben in die Rauchsäule kommt, haltet den dagegen
und von oben dann einfach hier den Kopfadapter dagegen schrauben und dann sitzt das Ganze so wunderbar und könnt ihr dann hier oben reinstecken. So, das Ganze kommt dann auf die Base. Ich mache nochmal den Kohlezeller ab, sonst fliegt der mir gleich weg. Schnappt ihr euch die Base. Ist ein relativ kurzes Gewinde. Ich finde es relativ schön, wie das hier vorne so liegt. Also, dass eben dieser Ring praktisch dann hier drauf aufliegt, finde ich ziemlich geil. Und man trifft das Gewinde dadurch auch einfach ziemlich gut. Funktioniert auf jeden Fall hervorragend. Ganz kurze Umdrehung und dann passt das Ganze. Ja, läuft auf jeden Fall ziemlich gut. Ich würde sagen, wir machen mal ein Köpfchen an und dann sehen wir uns beim Rauchen. Die Pfeife habt ihr gerade im Aufbau gesehen und man sieht auf jeden Fall, meiner Meinung nach auf jeden Fall, dass es ist auf jeden Fall identisch zu einer Octopus Nautilus oder auch zu der Nemo. Also ihr seht auf jeden Fall an den Materialien, dass die auf jeden Fall die gleiche Metallfarbe hat und auch irgendwie gleich gebürstet, geschliffen, was auch immer sein sollte. Es gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut, hat auf jeden Fall so eine schöne wertige Farbe und man merkt auch direkt am Edelstahl, oh okay, das ist auf jeden Fall entsprechend schwer und auch entsprechend irgendwie fest und steif und das gefällt mir ziemlich gut, sieht auf jeden Fall gut aus und hat auf jeden Fall im Gesamtbild etwas angehoben an der Qualität. Wie ihr auch eben schon im Aufbau gesehen habt, gibt es den ein oder anderen kleinen Punkt bei der Verarbeitung, den wir auf jeden Fall bemängeln müssen. Da wäre als erstes mal der Teller, der aber nicht final sein soll. Also da soll angeblich noch ein neuer Teller kommen, der dann auch wirklich für die P20 gemacht ist, weil im Moment ist da ja einfach der Octopus-Teller drauf. Der Teller gefällt uns aber nicht so gut. Für eine 170-Euro-Pfeife ist der extrem dünn und wirkt eher so, als wäre der an der, sagen wir mal, 70 bis 110 Euro Pfeife oder so, aber definitiv nicht an der 170 Euro Pfeife, die vor allem sonst so wertig wirkt, dass es einfach ein bisschen schade ist, dass der Kohleteller da ein bisschen rausfällt. Dass man die Gewinde nicht immer perfekt sofort vom Winkel her trifft, ist auch ein bisschen doof, das machen andere Pfeifen besser, die nicht viel mehr kosten. Also wenn ich das zum Beispiel mit der Shishaya Kylie vergleiche, die knapp 200 Euro kostet, also 30 Euro teurer ist, da läuft das auf jeden Fall deutlich, deutlich besser und das wäre auf jeden Fall nice, wenn das hier auch noch geändert werden würde. Ein anderer kleiner Punkt, wo man eine schlechte Verarbeitung sieht, ist wie gesagt an den Löchern, die unten ins Tauchrohr gefräst sind bzw. gebohrt sind. Die sind nicht ganz sauber gebohrt, also man sieht da so den ein oder anderen kleinen, das ein oder andere kleine Stückchen Metall abstehen. Auf der anderen Seite, hindert euch das beim Rauchverhalten? Nein, auf keinen Fall. Sieht man das in der Bowl auf jeden Fall auch nicht. Von daher ist das eigentlich halb so wild, aber wollten wir euch auf jeden Fall erzählen. Kommen wir zur Optik der Pfeife und die gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Am Anfang hatten wir auch bei der Octopus Nautilus dieses Problem, so ja, dieser eine Bobble, der hat uns irgendwie gestört. Bei der ist der einfach gar nicht dabei, gefällt mir ziemlich gut. Muss aber auch sagen, dass die Octopus Nautilus mittlerweile mir so unheimlich gut gefällt, dass ich den Bobble gar nicht so wirklich bemerke oder beziehungsweise nicht mehr wirklich wahrnehme. Bei der stimmt es einfach wirklich, alles im Allen, auch das verarbeitete Metall und die Anschlüsse und die Rauchsäule, die stimmen einfach perfekt. Also da ist einfach keine Sache, die mich wirklich stören würde. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist einfach, dass der Wasserstand von der Pfeife selber nicht wirklich bündig mit diesem, mit der Kerbe hier einstimmt. Also ihr müsst ein bisschen mehr Wasser reinfüllen, als dass die Kerbe da ist. Das ist vielleicht ein bisschen schade, vielleicht sollte das Tauchrohr ein bisschen länger sein, dann wird es ein bisschen besser passen. Aber das ist wirklich so Meckern eher auf hohem Niveau, weil alles in allem stimmt einfach die Optik meiner Meinung nach perfekt. Ich muss auch sagen, dass gerade diese Schlauchanschlüsse echt schön sind, so einfach mit diesen kleinen Kerben drin, wirkt es auf jeden Fall, als würde man sich da wirklich Mühe gemacht haben und Gedanken gemacht haben, wirklich etwas auf die Beine zu stellen, was wirklich überall passt. Also ich muss wirklich sagen, dass ich die Pfeife durch und durch schön finde, wieder mit dem kleinen Sternchen, dass mir der Kohleteller bzw. der Ascheteller nicht so gut gefällt. Aber wie gesagt, der soll nicht final sein, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was da noch so kommt. Angefangen oben bei der Rauchsäule, ich finde sie extrem schön designt. Sie hat durch und durch immer wieder dieselben Designelemente. Es gibt immer wieder sehr geschwungene Flächen, die dann in einen krassen Abstand kommen. Also man sieht zum Beispiel hier oben diese kleine Einkerbung, ihr habt sie auch in den Detailaufnahmen schon gesehen. Die kommen immer wieder vor, ihr habt die oben an der Rauchsäule, dann geht es relativ geschwungen nach unten. Dann kommt wieder so eine Einkerbung, dann geht es über in die Base und auch an den Schlauchanschlüssen spiegelt sich das wieder. Die sind sehr schön geschwungen, sehr schön designt und auch in der Base
habt ihr dann hier wieder, wie gesagt, diesen kleinen Bobbel nach innen, ja, und dann geht es wieder nach außen rund, dann kommt wieder eine Einkerbung, dann läuft es wieder rund nach außen weg. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das hat eine klare Designsprache, die mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt. Und ich glaube, ich werde auch definitiv traurig sein, wenn die nicht mehr daheim bei mir in der Shisha-Sammlung steht, wenn wir die nach dem Test wieder abgeben. Der eigentlich mit wichtigste Punkt für mich ist auf jeden Fall das Rauchverhalten. Und da muss ich auf jeden Fall sagen, ich bin eigentlich durchweg begeistert. Das Rauchverhalten ähnelt bzw. gleicht einfach eigentlich 1:1 der Octopus Nautilus. Ihr habt jetzt zwar ein anderes Diffusorsystem, aber das System ist zwar nett, aber es macht einfach dem Rauchverhalten nicht irgendwie was Schlechtes. Also ihr habt wirklich 1:1 das gleiche Rauchverhalten wie bei der Octopus Nautilus. Einige Freunde von mir meinten von wegen, ja, die Octopus Nautilus hat einen echt schlechten Durchzug oder einen schlechteren Durchzug oder sonst was. Allerdings sind die auch gewohnt, eher eine Ocean zu rauchen. Von daher muss man wirklich sagen, ja gut, eine Ocean kommt da auf jeden Fall definitiv nicht ran. Ist auf jeden Fall viel besser. Muss aber wirklich sagen, dass das Rauchverhalten bei einer Ocean mir halt einfach viel zu, ja, wie atmen ist. Also es ist viel zu wenig Widerstand und das gefällt mir persönlich nicht so gut. Deshalb muss ich wirklich sagen, dass egal ob bei der Octopus oder auch jetzt bei der Stahlspecht P20, das Rauchverhalten bzw. auch der Durchzug mir einfach wirklich gut gefallen. Es ist wirklich auf so einem Level, wo ich sage, es ist nicht zu viel, nicht zu wenig Durchzug, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich einfach, ich will mir keinen Wolf ziehen, aber ich will auch nicht gleich das Gefühl haben, als würde ich nur Luft atmen und ich würde keinen Widerstand haben. Von daher ist es wirklich perfekt und ich bin eigentlich durchweg begeistert davon. Ich finde das Rauchverhalten auf jeden Fall auch sehr, sehr gut und der Durchzug gefällt mir auch an sich gut. Mir ist er fast ein bisschen zu gut, muss ich sagen. Also mein optimaler Durchzug ist, so Maßstab ist da für mich auf jeden Fall die Shishaya Kaili 350. Ich mag es einfach, wenn ich ein bisschen Widerstand habe beim Ziehen. Für mich muss das nicht wie Atmen sein. Ich finde den Durchzug bei der Shishaya immer noch top. Also es ist nicht, als ob ihr da mega viel Druck aufwenden müsst, um da dran zu ziehen. Und bei der ist es eben noch einen ganzen Ticken leichter. Und wie gesagt, mir vielleicht sogar fast einen Ticken zu leicht. Aber da kann man sich ja einfach mit dem Wasserstand ein bisschen helfen. Rauchvolumen bzw. Luftvolumen in der Bowl ist auf jeden Fall auch nicht so groß. Und ihr habt auf jeden Fall einen guten Anzug. Da finde ich das Verhältnis von der Größe zum Rauchvolumen und so passt auf jeden Fall perfekt. Die Pfeife lässt sich einfach sehr, sehr entspannt rauchen und funktioniert top. Kommen wir zum Fazit der P20 Stahlspecht und da muss ich auf jeden Fall sagen, das Einzige, was mir wirklich ein bisschen wehtut, ist der Preis. Also 170 Euro für die Pfeife ist mir dann doch ein bisschen vielleicht zu viel. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass ich eigentlich echt mega traurig bin, die sogar heute wieder abzugeben. Also wir drehen das Video jetzt und dann wird die wirklich abgegeben, weil ja, so haben wir es leider ausgemacht und da bin ich wirklich leider traurig drüber, weil es ist eine wunderschöne Pfeife und für mich ist es irgendwie so eine kleine süße Erweiterung von meiner Octopus Nautilus. Also so gerade die Octopus Nautilus, die wiegt halt schon mal ihre paar Kilos. Also ich glaube, das letzte Mal, als ich die gewogen hatte, war die irgendwas, alleine die Base bei 2,2 Kilo. Also da muss man auch wirklich sagen. Mit oder ohne Wasser? Ohne Wasser. Ohne Wasser. Ohne Wasser, nur das Glas selber waren 2,2 Kilo und das ist halt auf jeden Fall schon echt viel, also gerade so schnell zum Rumtragen, egal ob in die Küche oder zum anderen Shisha-Regal, wo die ganzen Shishas stehen, muss ich wirklich sagen, ist die mir auf jeden Fall ein bisschen lieber, weil die ein bisschen leichter ist. Von der Verarbeitung her ist es immer noch top, also das gleicht wirklich mal der Octopus Nautilus 1:1. Von daher muss ich sagen, ist eine wunderschöne Pfeife, bis auf den Preis, der mich ein bisschen runterdrückt mit dem Enthusiasmus, die Pfeife zu kaufen, weil da 170 Euro doch echt viel sind. Wir wissen aber auch nicht, ob die 170 Euro wirklich final sind, weil ich meine, immerhin ist es noch so eine Pfeife, die halt noch nicht wirklich final da ist. Selbst der Kohleteller ist noch nicht final und deswegen ist es immer so eine Sache, ja, was wird die wirklich kosten? Wahrscheinlich vielleicht die 170 Euro, aber das ist halt so eine Sache, ich würde sie mir für 170 Euro wahrscheinlich trotzdem holen, weil sie einfach wirklich so eine Erweiterung von meiner Octopus Nautilus ist. Und ja, durchweg eine wunderschöne Pfeife mit einer super Verarbeitung. Ja Leute, mein Fazit zur Stahlspecht P20 fällt relativ ähnlich aus. Das Einzige, was wirklich ein bisschen wehtut, ist der Preis. Also jetzt die Zeit, wo wir sie da hatten, wir hatten sie jetzt 2 Wochen zum Testen, haben uns dabei abgewechselt, das heißt jeder hatte sie ungefähr eine Woche daheim. Habe ich mich wirklich dabei erwischt, dass ich doch mal die eine oder andere Pfeife, die so meine Lieblingspfeifen sind, habe stehen lassen und habe dann doch mal in der P20 geraucht. Und das will auf jeden Fall schon was heißen. Wir hatten auf jeden Fall auch schon Pfeifen da, die wir getestet haben. Danach war das so, okay, Test ist rum, gut, jetzt rauche ich wieder nur noch in meiner Shishaya oder nur noch in der Kleid oder wie auch immer.
Bei der war das ein bisschen anders. Das war wirklich so, nee, ich habe wirklich Bock, in der zu rauchen. Und wie Warren schon sagte, bin ich auch ein bisschen traurig, dass die heute leider wieder abgegeben werden muss. Würde ich mir die für 170 Euro kaufen? Da muss ich leider sagen, nein. 170 Euro ist mir definitiv ein bisschen zu viel für die Pfeife. Wenn da noch ein anderer Kohleteller kommt, der noch ein bisschen geiler ist, wird das vielleicht ein bisschen schwieriger, nein zu der Pfeife zu sagen, auch für 170 Euro. Aber wenn man die Octopus Nautilus halt im Angebot für 99 Euro schießt, und es war jetzt nicht nur einmal, dass wir den Preis gesehen haben, das kommt schon ab und zu vor. Also wenn ihr euch eine Pfeife kaufen wollt und die Octopus Nautilus ein Kandidat ist, guckt wirklich, dass ihr sie so zwischen 100 und 120 Euro kauft. Das wäre ein super Preis für diese Pfeife. Ja, wenn ich die halt mit 99 Euro für eine Octopus vergleiche, muss ich halt einfach sagen, nee, dann wird es die Octopus Nautilus. Auch wenn mir die Pfeife sowohl optisch, oder was heißt sowohl optisch, die Pfeife gefällt mir einfach optisch besser. Ich finde die Größe schöner und einfach viel, viel angenehmer, sie so ein bisschen umherzutragen und sauber zu machen. Da gefällt mir die Pfeife eigentlich mega gut und auch deutlich besser als die Nautilus. Aber wenn die Nautilus 99 Euro kostet, sorry, also 70 Euro mehr wäre es mir dann wahrscheinlich nicht wert. Wenn ihr sagt, Geld ist eigentlich nicht so das Problem, ich will einfach eine Pfeife, die wundervoll funktioniert und auch schön aussieht und die gefällt euch optisch, dann ist das, denke ich, relativ easy. Dann schlagt er auf jeden Fall zu, weil enttäuscht werdet ihr auf jeden Fall nicht von der Pfeife. Da passt wirklich alles. Das sollen auf jeden Fall unsere Eindrücke zu der Stahlspecht P20 gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und dem einen oder anderen vielleicht bei einer Kaufentscheidung helfen. Wenn ihr euch demnächst eine Pfeife holen wollt, vielleicht mal auf die Stahlspecht warten. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Pfeife. Und wie ihr gemerkt habt, waren wir beide mega zufrieden mit der. Einzig und allein der Preis ist halt noch so ein Manko. Aber wenn ihr die vielleicht für so 130, 140 Euro bekommt, dann würde ich da definitiv zuschlagen, weil es passt wirklich alles. Sollte euch unser Video über die Stahlspecht P20 gefallen haben, lasst uns gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG. Ciao.